Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved Pokémon All-Stars und ich habe in den Kommentaren vernommen, ich soll einfach mal mir die Bären ercheaten und dann wird alles gut. Aber ich habe einen Link zugesendet bekommen, der mir aufschreibt, welche Pokémon in der alten Version was konnten. Wohlgemerkt, ich spiele nicht Pokémon Evolution, Pokémon Evolution. Ich spiele Pokémon All-Stars, es ist vom selben Mod-Entwickler. Eine andere Mod, weil Evolution war verbuggt. Weil irgendwann ging irgendwie gar nichts mehr. Und der da, dieser lustige Hund da mit dem Bart, der so aggressiv versucht, dieses kleine Flemly da umzuhauen, der ist halt ein Farmer für alles. Ein Farmer für alles bedeutet in dem Fall so viel wie, ich kann mit dem die Bären sammeln, wenn ich denn Bären haben möchte. Und ich glaube, wir werden uns darum kümmern, den heute zu bekommen. Und Leute, lasst dem Video auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Und wir werden, auch wenn ihr alt seid, ihr dürft auch alt sein. Alt? Ja, irgendwie falsch. Nee, und zwar, ich habe ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal gesagt, ihr dürft mir sehr, sehr gerne ein paar Tiernamen da lassen. Wieder wie in regulär Ark. Einfach mal einen Namen für das Pokémon da lassen. Ich muss kurz raussuchen. Ich habe natürlich mir da voll nicht aufgepasst und nachgeguckt, ob da irgendwo vielleicht ein Name steht. Da stehen Namen, die nehmen wir. Ich weiß zum Beispiel, für Smetbo war da ein Name und der Musma war das, glaube ich, ne? Und dann würden wir halt ganz gerne diese Namen verwenden. So, natürlich auch hier in den Kommentaren ein Vorwurf. Hast du das Format von Beam? Nein. Ja und nein. Nein, weil es ist nicht sein Format, weil er ist ja, ich habe keine Ahnung, ob er das gerade macht, weil ich gucke seine Videos nicht, macht ja immer so PvP-Gedönse und als Gruppe mit anderen und ich mache PvE. Und sein Format, also das, die ganze Idee, wie er das macht, sieht vermutlich komplett anders aus, als das, was ich hier mache. Das Einzige, was bei mir war, ich wollte vor, als ich glaube Pokémon Evolved rauskam, wollte ich das mal ausprobieren. Hab das aber nicht gemacht, wegen anderen Gründen. Ich glaube, das war mir zu unausgereift oder so, hat mir einfach nicht gefallen. Dann habe ich bei dem kurz gesehen, so, hab mal auf seinen Kanal geklickt und guckt, so, was macht ihr da eigentlich gerade? Hab gesehen, Pokémon, warte, ah ja, genau, Pokémon, das gibt's hier auch noch, das wollte ich mal wieder ausprobieren. Dann habe ich mir gedacht, so, weil, ich war sowieso am überlegen, was wir machen wollen mit, nach Pre-Aberration, weil ich da einfach keinen Fortschritt mehr habe, da, es gibt nichts mehr zu tun. Habe ich erst überlegt, ob ich halt wieder Pagnesia mache, mit, Steampunk, oder, dann hab ich auch gesehen, mit Pokémon, ich dachte, ey, komm, weißt du was, probieren wir mal Pokémon aus, weil, alles gut bei dir? Sieht nicht so gut aus. Wo willst du hin? Hab ich mir gedacht, so, ey, komm, guck dir doch Pokémon nochmal an. Dann hast du zumindest wieder was, bis Aberration rauskommt. Und hier sind wir jetzt. Und nein, es ist kein geklautes Format, weil er macht ja sowieso mit anderen Leuten zusammen. Ich glaube, es wäre doch viel, viel einfacher. Also, wenn ich sein Format klauen möchte, man muss ja immer bedenken, das ist ja was anderes, als das, was ich hier gerade mache. Anstatt sein Format zu klauen, wäre es doch viel sinnvoller, wenn ich mich einfach bei seiner laufenden Staffel bewerbe, um mitzumachen, oder? Wäre wahrscheinlich einfacher. Da müsste ich nichts klauen, wie so viele Leute ganz gerne in ihrem Wortschatz verwenden. Ich würde ganz gerne, ich glaube, das ist nur ein Flieger, ne? Dann mache ich hier nur Stamina rein, weil ich muss mit dir noch in den Bergen, ich muss ein bisschen Metallfarmen gehen. Das ist echt dringend notwendig. Namen, genau, da war ja was. Voll wieder, voll verplant. Okay, Pinsir. Options, change name. Machen wir zu Pinsel. Ja, Pinsel. Das heißt, bitte gibt keinen Namen Dinosaurier, wollte ich sagen, Pokémon, die halt irgendwie von hier kommen, weil das sind das ist Schlachtvieh. Okay? Das ist nur Schlachtvieh. Okay, Namen. Mit den Gleit. Ach, das hatten wir was anderes. Bla bla bla. Warte, irgendwo, wo war das denn? Einem der neueren Videos, den Schmetterling muss man nennen. Das ist ein Smetbone, kein Schmetterling. Gott, das weiß man doch. Hast du nie Rot-Blau gespielt damals, als es rauskam, in den 90ern? Vermutlich nicht. Es kam doch auch eine Neuauflage. Wahrscheinlich ist das den Leuten schon wieder zu hässlich von der Optik her. Das Feuerrot und Blattgrün. Hab mich immer gewundert, warum die Blattgrün gemacht haben und nicht Wasserblau, meint ihr, oder Lagune Blau oder Aqua Blau, keine Ahnung. Vermutlich, weil es scheiße klingt. Der Witz ist, damals, als Pokémon in Japan rauskam, da gab es nur die rote und die grüne Edition und
Der Grund, warum man das in Deutschland oder außerhalb von Japan dann die... Hat das beide reingetan? Nein. Dann eine blaue Edition rausgebracht hat, ist, weil einfach der Code von Rot und Grün so kacke war, dass der auf den europäischen Geräten einfach nicht zum Laufen gebracht werden konnte. Und deswegen hat man sich gesagt, ey, weißt du was? Wir machen was anderes. Oh. Und ich packe hier mein Tier weg. Was bin ich denn für ein Idiot? Ich wollte noch einen Schrank bauen, wo ich die alle reintue, weil ich ja gesagt habe, oh Gott, wie soll ich denn jetzt herausfinden, welches Pokémon welches ist, wenn da nicht die Pokémon-Namen stehen? Naja, einfach mit ausprobieren. Einfach, weil ich denke, dass es auch deutlich angenehmer ist, wenn wir halt wissen, wo die Pokémon sind, denen ihr einen Namen geben könnt. Wir werden übrigens heute mal ein bisschen was ausprobieren, und zwar habe ich nach dem Ende der letzten Folge, habe ich gesehen, da ist aber noch ein gelber. Eigentlich ist das ja der beste Platz zum Bauen, ne? Da ist ein Spawn, da drüben ist ein Spawn, da drin ist auch noch ein Spawn. Für Loot Crates. Ich wollte ja sowieso mal ins Paradies rein. Ich nenne es einfach Paradies. Ich weiß, es ist der Hidden Lake, aber... Und ich bin einer, der sagt, das ist der Hidden Lake und das Paradies. Paradies ist der Sprache, das gefällt mir nicht. Blablabla. Ja, aber ist eigentlich egal. Die Orte werden ja nicht danach benannt, wie jemand es vorgibt, sondern so, wie die Leute es nennen. Es gibt tatsächlich eine Liste, wo halt drin steht, welche aggressiv sind und welche nicht. Das Problem ist, das habe ich gesehen, es sind nicht alle gelistet. Zumindest sieht das danach aus. Kann ich eigentlich von hier aus zugreifen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ne. So. 70. Bitte sei was drin, bitte so. Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt, keine Ahnung. Pinsia war nicht aggressiv, ne? Ich würde so gerne die Third Person an sich gehen, aber es geht einfach nicht. Level 25. War der stark? Ich weiß es gar nicht mehr. Und so einen wollte ich mir fangen. Hey, was geht? Hundi, Level 50. Magnaia. Ja, ich kann's gerne. Da kommt schon wieder runter, aber bei Resladero, und der ist aggro, und den mögen wir nicht. Wie hieß der nochmal? Barclef? Also im Deutschen meine ich jetzt. Ich habe jetzt leider nicht auf einem anderen PC, die das andere Ding nicht on the fly nachgucken kann. Bishop heißt der im Englischen. Warte. Cesurion? Das ist ein anderer. Herdier? Was? Ach nee, Terrybug, genau, das war's. Hab ich schon gefragt. Warte mal. Working Evolution, Megastones, Sammel-Pokémon und irgendwo da aggressive Pokémon. Es sollten gar nicht so viele aggressiv sein, wie hier aggressiv sind. Ich guck gerade, der englische Name von Resladero, wie ist der? Ich weiß es nämlich nicht. Weil der ist ja hier, wie man sieht, aggressiv, aber er ist halt nicht aggressiv, wie man, oder besser gesagt, er ist halt nicht gelistet als aggressives Pokémon. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach die All-Stars-Mod an sich eine gleiche, aber doch irgendwie andere Mod ist. Da könnte es sein, dass es halt Unterschiede gibt. Ich muss mal nachgucken, wie der Name ist. Vielleicht sehen wir es hier. Vielleicht ist sein englischer Name ja Basculin. Ich weiß es nicht. So. Dann gucken wir einfach mal kurz nach. Der ist gar nicht mehr hier. Mauzi ist auch nicht mehr da. Hä? Na gut, warum nicht? Ist der eigentlich ein aggressives Pokémon? Der müsste ein aggressives Pokémon sein. Ich meine, ja, der steht ja nicht mal als aggressives Pokémon. Das ist so bescheuert. Naja, ist halt keine aktuelle Liste, wenn man so möchte, ne? So, das Level 20. Autsch! Gott, sind die wieder aggressiv heute. Ich überlege gerade, ob ich es am geschicktesten anstelle. Ich glaube, genauso wie ich es mit dem Dodri gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe gar nicht genug Pfeile. Ich meine, der ist immerhin Evo 2. Ich glaube, der ist Evolutionsstufe 2, ne? Da weiß ich gar nicht, ob die paar Pfeile, die ich hier habe, ausreichen. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Habe ich nicht sogar noch ein paar hergestellt? Ja, guck mal, ohne Ende. Ja, dann stelle ich mal kurz, oder ich bereite mal ganz kurz den Tame vor. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich würde sagen, wir probieren mal unser Glück aus. Oder das Problem ist, ich sehe gerade gar nicht, wo der ist. Ich würde ganz gerne OBS im Vordergrund haben, damit ich weiß, ob ich auch aufnehme. Wäre nämlich echt blöd, wenn ich jetzt nicht aufnehme. Doch, ich nehme auf, sogar schon viel zu lange. Und mir ist warm. Irgendwie ist mir viel zu warm, das stört.
Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Wir haben nämlich immer noch nicht das, was ich nämlich haben möchte. Und zwar wisst ihr ja Bescheid. Wir wollten ja eigentlich ein super Spyglass machen, aber ich glaube, wir müssen halt damit leben, dass wir eben keins haben. Oder wir könnten nachgucken, ob da vielleicht ein stärkere Crossbow drin ist. Oder wir schießen einfach mal drauf. Es juckt ihn einfach nicht. Wow, das war schnell. Jawohl. Bye, bye. das war überraschend leicht. Das ist aber nicht Evo 2, ne? Oder Evo 3. Das ist die kleine Version. Kann er sich weiterentwickeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der Ball? Der Ball ist in meinem Inventar, ne? Smetbo oder Musma. Ich muss immer noch einen Schrank. Komm, wir bauen kurz einen Schrank. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Crafting. Habe ich einen. Ich möchte einen großen Schrank haben. Ich möchte einen Pokeschrank haben. Box. Eine Pokebox. Ich möchte gerne das. Es wurde ja versprochen, es soll ein Boxsystem geben, so ein Computersystem wie in der Serie. Und das würde halt bedeuten, dass wir halt, Pokémon lagern können. Und was das Wichtige an der ganzen Sache ist, an jedem anderen Computer mitnehmen können oder tauschen können. Quasi eine Enderbox, wenn ihr so haben, so möchtet. Was halt schon eine große Klasse ist. So, da kommen alle wichtigen Viecher rein. Das ist Dodrio, dem müsst ihr auch noch einen Namen geben. Charmeleon und, ja, komm, du jetzt eigentlich. Wobei, wenn ich dich hochlevel, ne? Vielleicht entwickelst du dich ja weiter. Vielleicht sollten wir dich einfach mal so ein bisschen stehen lassen. Du kommst da rein. Wobei, du kannst dich auch weiterentwickeln. Wir brauchen einen Stall. Pinsel, der kommt weg. Der könnte sich zu einem Glurak weiterentwickeln. Bulbasaur. Und Slowpoke. So, hör mal auf, rumzulabern und. Ah, du kommst wieder in den Ball rein. Das ist einfach einfacher, weil die alle gestapelt hier sind. Du kommst wieder rein. Und auf der 8. Ah. Ich muss euch mal irgendwie hier lagern. Irgendwo da, wo ihr halt nicht. Ey, du bist heute ganz schön aufdringlich, finde ich. Bisschen zu aufdringlich. Wir haben übrigens noch was anderes vor. Das zeige ich euch gleich. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir das überhaupt schon machen können, weil wir brauchen dafür vermutlich ein paar Sachen. So, ein Gewehr, das wir nicht brauchen. Hey, die Welt der Pokémon. Natürlich arbeiten wir hier mit Gewehren. Das ist auch viel lustiger, nicht wahr? So, du kommst wieder zurück. Und ihr. Ne, ihr steht ja nicht ganz so hart im Weg rum, wie ich es mir gerade vorstelle. Du bist ziemlich stark. Ich würde sagen, du bist einfach mal hochgelevelt. Du bist ziemlich schwach. Wobei, dein Melee-Damage ist ziemlich hoch. Du brauchst aber mehr HP. Und du stehst wahrscheinlich sowieso kurz vor der Entwicklung, nicht wahr? Du brauchst dringend mehr HP. So. Gut, probieren wir doch mal unseren Herdier aus. Ja, er hat sich weiterentwickelt. Ich hab's leider nicht gesehen. Das tut mir leid. Ja, geil. Er möchte natürlich auch gerne einen Namen haben. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben einen Visa-Knosp. Ich habe doch gewusst, die entwickeln sich weiter. Die müssen einfach nur gelevelt werden. So, wie stark bist du denn jetzt? Du musst es jetzt in uns. Ja, guck mal. Ja, guck doch mal, gleich viel besser, oder? Dann. Das ist ja cool. Das war falsch. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich einfach Steine sammeln soll. Du hast keinen Pokéball. Wieso hast du keinen Pokéball mehr? Krass. So. Ja, kannst du dich auch entwickeln? Ich weiß es nicht. Was wollte ich sagen? Ob wir nicht einfach mal sagen, hey, komm, wir holen uns jetzt einfach ein paar größere. Oder wir sammeln ein paar Steine. Dann spawnen wir so viele von den Starter-Pokémon, wie es geht. Und versuchen, die alle hochzuentwickeln. Das wäre doch eigentlich keine so doofe Idee, oder? So, du bist bestimmt schon voll stark. Na, was mit dir? Kannst du dich weiterentwickeln? Boah, du bist voll schwach. Komm mit. Ja, wow, aber der ist schnell. Ja. Ja. Nein. Ja, wenn wir davon absehen, dass er einfach mega schnell ist. Okay, er kann Fetch und Holz kann er sammeln. Das ist ja schon mal etwas, aber er kann keine Beeren sammeln. Es wurde aber gesagt,
Ach Gott, der ist halt so, sofort überladen einfach, weil er keinen Rate hat. Ja, es wurde versprochen, er könne alles farmen, aber anscheinend ist das nicht so. Okay, du kommst zurück in den Ball. Wirst aber sofort wieder hier hingeworfen, weil ich denke, du hast noch dein Potenzial, dich weiterzuentwickeln. Du sowieso, du bist schon sehr stark. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du mal ein Glurak wirst, hätten wir auf jeden Fall ein Flug-Pokémon, ne? Ich weiß noch nicht, wie viele Level-Ups die brauchen. Wir könnten halt mal versuchen, so ein paar Level mit dem zu sparen. Und dann läuft das schon irgendwann. Du bist langsam. Du kannst auch keine Beeren sammeln. Nope. Ja, ja, wir haben die Wahl. Wir können also einfach rumprobieren, bis wir den richtigen gefunden haben, der sammelt. Der kann halt auch nur das machen. Oder wir versuchen halt wirklich mal. Ja, ich gebe einfach einen Cheat ein für 1000 Beeren. Und die müssen halt erstmal reichen. Weil ich habe nämlich leider echt keine Ahnung, weil, wenn ich mal so nachgucke im Steam, ich nenne es. Ist kein Wiki, auf der Steam-Seite. Dann steht hier für. Working Evolutions. Da steht nicht einmal Bisasam bei. Nein. Ach doch, Gen 1 Starters, Bulbasaur, Charizard, Squirtle, die funktionieren alle. Nidoran funktioniert und ganz viele Kubone, das ist, ich vergesse, wie der heißt, das ist der mit dem Knochenhelm, der zu Knocker wird. Ich habe die erste Stufe vergessen, wie die heißt. Hier steht, Herdia kann alles sammeln, aber er sammelt nicht alles. Dann Bisharp, wissen wir, was der ist. Und Shifty ist Tengulis. Oder Bisharp hat Cesurio. Cesurio heißt der im Deutschen. Ich weiß rein zufällig, einer von denen rennt hier rum. So, du kommst schön mit mir. Du bist tatsächlich mein Schutz. Du auch. Ich nehme dich auch mit. Und du. Ich müsste euch eigentlich einfach alle mitnehmen, weil ich glaube echt, ihr seid alle echt scheiße wichtig, ne? So für den Fall. Ah, und du bist egal. Du kannst dich versuchen, da weiterzuentwickeln. Egal, wir haben jetzt mal unsere. Ja, unser Team, würde ich jetzt fast sagen. Great Ball, Slowpoke. Tu ich mal dahin. Tu ich mal so dahin. Haben wir hier unseren Smetpo dabei? Ivysaur. Der und der. Und zwar habe ich ja gesagt, beim letzten Mal habe ich ein paar Sachen gefunden, die man halt noch bauen kann. Und das ist halt einmal der Storage-PC. Das ist ja sogar. Klasse. Oh, 100 Electronics. Und die Healing-Konsole halt. Das Pokémon Center. Dafür brauchen wir auch. Oh! Das ist eine ganze Menge Shit, die wir dafür brauchen. Ja, und um eben diese Sachen zu bekommen, müssen wir halt mindestens in die Berge gehen. Und wenn ich das nicht ganz falsch sehe, müssen wir damit auch ein bisschen so ein Schneebiom gehen, weil wir brauchen dringend Perlen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Perlen bekommen soll. Ich glaube, hier sind nämlich keine Perlen. So auf meiner Seite. Ich gehe schon mal auf den hier. Der wird mir den Arsch retten, für den Fall, dass hier irgendwas auftaucht und mich töten möchte. Und wir haben ja gelernt, es gibt eine ganze Menge, die mich töten möchte. Vielleicht finden wir Unterwasser-Pokémon. Ich glaube, wir finden Unterwasser-Pokémon. Ich glaube nicht. Ihr seid keine Pokémon. Geht weg. Kann ich Pokébälle unter Wasser schmeißen? Ich probiere mal was aus. Vielleicht funktioniert das ja. Ah. Das klappt nicht so gut. Ist einfach abgeprallt. Oh Gott, sind da viele Fische drin. Das gibt's hier gar nicht. Dein ist sonst Metbo. Ja, ich glaube, wir brauchen so ein Rihorn. Das ist, glaube ich, Metall und Flint. Ah, ein Ratzfratz. Level? 130. Du Scheiße. Probieren wir es? Ich weiß, getamed wird jetzt stärker. Aber. Der trifft mich nicht einmal beim Angreifen. Ey! Ich sehe schon, du willst nicht so, ne? Weißt du was? Hier, der braucht ein paar Erfahrungspunkte. Gut gemacht. Oh, stark. Guckt euch mal den Schaden an. Kannst du eigentlich. Die können auf jeden Fall alle können die sowas einsammeln.
Also Fleisch und Hide, das ist mit denen kein Problem. Kann eigentlich ein Fleckmon? Brup. Brup. Nipp, der kann auch nichts sammeln. Ist auch ein nutzloser Hugo. Warum hat er so viel Schaden bekommen? Wahrscheinlich habe ich da irgendwas. Ich habe keine Ahnung. 4 Level-Ups. Ich würde sagen, die gehen alle auf Melee-Damage. Vielleicht entwickelt er sich ja gleich. Komm mit. Oh, guck mal. Remoraid und ich habe keine Ahnung, wie der da heißt. Was ich weiß, ist, die sind aggressiv. Oh, da sammeln. Oh. Sterben die schnell? Warte mal. Baskulin. Ja, die sterben sogar sehr schnell. da sind übrigens wieder. Ich glaube fast, Stolos ist nicht aggressiv. Ich weiß aber nicht so ganz, wie ich darauf komme. Es könnte vielleicht daran liegen, dass der Knackrake ihn angreift und es ihn einfach ein. Es juckt ihn einfach nicht. Er gibt einen Shit drauf. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool von ihm. Wir haben hier aber auf jeden Fall. Guck mal, hier Remoraids. Die sind ein bisschen buggy, wie es scheint. 115, nein, oder? Greif ich ihn an? Ah. Der war leicht besiegt. Roher Fisch. Mich stört das ganz extrem, dass überall normale Fische spawnen. Ganz so. Oh, ein Raupi! Stirb! Gibt ihr mir was? Ah, nee. Das waren nur Beeren. Ih, Raupenfleisch. Ih! Na gut, wir essen ja auch Insektenfleisch im normalen Markt, also was soll's. Ich bin dafür, dass wir versuchen, unser Glutexo zu entwickeln, zu einem Glurak, damit wir ein fliegendes Pokémon haben, mit dem wir in die Berge gehen können und dort Metall sammeln können. Was haltet ihr davon? Ich finde, diese Idee ist großartig. Ich glaube zwar, dass es sofort tot umkippen wird, aber hat das Flemly da einfach mal fett ein Ei geworfen? Okay, der trifft mich, was total dumm ist. So. Bam! Bam! Scheiß auf all die kleinen Stinker hier. Was sag ich mit dir? Du weißt auch gar nicht, ne? Ist dir auch einfach scheißegal, was hier gerade mit dir passiert, ne? Ist gut zu wissen. Das ist, wenn wir so ein Magnaia, wie der heißt, begegnen, den hauen wir einfach weg und sammeln die Erfahrungspunkte von dem aus auf. Das wird halt jede Menge Vorteil für uns bringen. Ich meine, es gibt keinen Nachteil. Ich meine, hier, guck mal. Bam, ist tot. Sieht komisch aus beim Tod. Oh, er gibt sogar Prime Meat. So, Level Ups. Ein paar bekommen. Wir auch. Das sollten wir ganz, ganz dringend ausnutzen. So. Ich habe ganz, ganz vielfach Erfahrung eingestellt. Ich habe keine Ahnung gerade, wie viel. So, du brauchst ein bisschen was davon. Und ich habe auch Level Up, ne? Eins. Auf was gehe ich denn? Ich glaube auf HP, ne? Weiter auf HP. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass meine Rüstung hier ziemlich schnell kaputt gehen wird, wenn mich hier nicht alles und jeder angreifen kann, der nicht. Wow, waren das gerade echt 2 Treffer oder was? Das ist ja ein Witz. Scheiß Chitin halt gar nichts aus. Und ich habe keinen Hide hier drin, um das zu reparieren. Ja, ich level die mal nach oben und gucken einfach mal, was dabei rumkommt, ne? Weil ich denke tatsächlich, dass da eine ganze Menge Potenzial in den kleinen Stinker steckt. Oder sich versteckt und wir da echt Glurak rausholen können. Könnte auch sein, dass wir einfach sterben, aber hey, dann wissen wir es. Yeah, spannender Doppelkampf. Ich glaube, wir verlieren. Ganz im Ernst. Ah, warum greift er mich an? Ich will ihn gerade ein bisschen schwächen. Yeah. So, jetzt greift an. Holt euch die Erfahrungspunkte. Sehr gut gemacht. Alter, wo sind die Zähne hin? Wir wissen es nicht. Aber das ist eine Menge Chitin. So, das brauchen wir alles nicht. Aber er hat nur ein einziges Level abbekommen. Das ist zu wenig. Ich weiß nicht, wie viel er braucht, um sich weiterzuentwickeln. Echt ärgerlich. Der braucht auf jeden Fall eine ganze Menge HP. Der macht auch gar nicht so viel Schaden, ne? Der ist viel stärker. Und der ist Pflanzentyp. Ja gut, der hat 44% mehr Angriff. Sollte normal sein, wenn der stärker ist. Ich bin froh, dass die keine Bewegungen machen, dass die Level up haben. Ich würde mir ganz gerne da hinten den gelben Loot Crate holen, aber ich glaube, der ist noch ein bisschen zu weit weg. So, ich weiß gerade nicht, wie ich ihn am besten leveln soll. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt, weil der ist echt scheiße. guck mal ganz kurz, ob der XP bekommt. Wenn er abbaut. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Wenn ich also versuche, mit dem einfach nur einen Wald zu roden, dann sollte ich doch in der Lage sein. Ist auch so langsam, ne? Ja, doch. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was rausholen. Okay, um ein Pokémon zu entwickeln,
musstest so um die 30 bis 40 Level erst bekommen, was echt eine ganze Menge ist. Und ich glaube gerade nicht, dass ich Glutex mal eben so weit entwickeln kann. Er müsste durchaus so ein bisschen stehen. Warte, er ist auf der 6, ne? Das heißt, ich werde ihn einfach mal hier hinstellen und ihn einfach Erfahrungspunkte über Zeit lassen. Dasselbe mache ich aber allerdings auch mit dem hier. Einfach, weil ich denke, dass das ihm gut tun wird. Vielleicht entwickelt er sich dann auch mal irgendwann weiter. Er ist auf jeden Fall deutlich stark und ich brauche den auch. Zumindest die Entwicklungen. Der hier, ich weiß nicht, ob er sich entwickeln kann. Ich bin mir ziemlich sicher, er kann das. Ich gucke gerade mal. Das Problem ist immer noch, die Liste, die ich hier habe, ist ja von einem anderen Mod. Es könnte durchaus sein, dass es halt nicht stimmt. wie ist der Herdier, ne? Ja, Herdier ist nämlich nicht in der Liste drin. Das heißt, er hat keine Weiterentwicklung. Er ist wahrscheinlich sogar schon die Weiterentwicklung. Nee. Der hat doch noch eine Weiterentwicklung. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat noch eine. Aber anscheinend nicht hier oder noch nicht hier. Ja, des Weiteren, wir brauchen ganz dringend Electronics. Und zwar Tausende, ein paar Tausend davon. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier herbekomme. Außer aus dem Schneebiom. Und das Schneebiom ist für uns quasi unendlich weit weg, weil wir einfach keine Möglichkeit haben, da hinzukommen. Das würde ich ganz gerne haben. Ich denke, oh, guck mal. Den habe ich gesucht. Mitkommen. Ich glaube, der wird uns noch ein paar Erfahrungspunkte geben. Der zieht ja seine Kreise. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Da hinten irgendwo. Nein, ist er gar nicht. Das ist ein bieser Knosp. Alter, der zieht seine Kreise und rennt so schnell hin und her. Ich habe keine Ahnung, wo der schon wieder hin ist. Das ist ein ganz, ganz seltsames Vieh. Was auch sehr seltsam ist, rumzulaufen und nicht nach vorne zu gucken, während überall Mörder rumlaufen. Das ist eine Pflanze. Das nicht. Das ist ein Stolos. Wir müssen mal testen, ob der aggressiv ist. Ja, wie oft habe ich das schon gesagt, bin dabei fast gestorben. Es scheint aber so, dass wenn ich sterben sollte, kann ich eh gerückt halten und dann bekomme ich einfach mein Inventar wieder zurück. Was ich denke, ziemlich praktisch ist. Komm schon. Oh, nun. Nee, wir brauchen keinen Sattel. Wir brauchen ihn einfach nicht. Ja, probieren wir es aus. Wir könnten sterben. Wir könnten aber auch Ruhm und Reichtum erlangen. Amirapla. Hi. Ich brauche so ein bisschen Ausdauer. Für den Fall, ich weglaufen muss. Ich bin ja relativ schnell. So. Ich könnte ihn natürlich auch damit ablenken. So für den Fall. Hi. Okay, er ist nicht aggressiv. Gut zu wissen. Wo war der? Hallo? Mirapla? Wo ist der denn hin? Hat sich eingegraben oder was? Hat gemerkt, jetzt gleich gibt es Stress und dann hat er sich gedacht so, nö, will ich jetzt nicht. Bin weg. Hauste rein. Ah, da unten ist der. So. Und tot. So wollte ich das sehen. Wichtig zu wissen ist, wenn die sich entwickeln, das Inventar wird gelöscht. Das ist wie bei der Entwicklung bei Pagnesia und Eternal. Ich möchte das hier haben. Der scheint mir mal so schwach zu sein. Wie viele Level hat er schon geschafft? Nicht viele, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, da gehen noch ein paar mehr. Oh, ich habe eine Idee, wo ich den leveln kann. Ich habe eine Idee, wie ich den leveln kann. Und wie ich den leveln kann. Wobei ich nicht weiß, ob das Ganze überleben wird. Und zwar haben wir doch hier einen Teich voll mit Fisch. Aber voll mit Fisch. Und wir wissen ja, bei Arcs, so die ersten Level-Ups, entweder Ameisen oder Fische. Und wenn ich mal ehrlich bin, Fisch haben wir jetzt mehr als genug. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich ja nicht irgendwie versehentlich abkacke dabei. Weil während ich das Vieh reite, bin ich ja genauso verwundbar. Es scheint aber nicht so zu sein, dass ich bei allen verwundbar bin, automatisch. Sondern nur bei einigen. Ihr seht diese Unmengen, ne? Wenn da jetzt ein aggressives Wasser-Pokémon ist, ein Garados oder so, dann sind wir ganz schnell im Moos. So. Wir probieren einfach mal was aus. Vielleicht können wir hier sogar so ein bisschen schießen. Ich
Ich möchte erst einmal ein kleines bisschen näher da dran. Ich weiß auch nicht, ob der schwimmen kann. Vielleicht stirbt er einfach sofort. Einfach so, flupp, tot, Flamme aus, Ende. Lotexus Geschichte. Komm raus. Ist bereit, schwimmen zu gehen? Ich weiß, es ist nicht ganz dein Habitat, aber hey. Interessiert mich nicht. Ja, das nennt er Schwimmen. Aber hey, die Flamme leuchtet noch. So, guck mal hier, jetzt kann ich mich die Fische töten. Und das Beste ist, ey, jetzt haut der einfach ab, ich glaub's ja nicht. Guck mal, der kommt direkt zu mir, will kuscheln, komm, und ist er auch schon hinüber, oder auch nicht. Aber ich muss auftauchen. Hat der? Doch, der hat eine Sauerstoffanzeige. Na, er möchte nicht so ganz. Ist es erfolgreich? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, haben wir jetzt viele Erfahrungspunkte dazu bekommen? Ich glaube nicht, irgendwie nicht. Aber wir brauchen wenig Stamina, was sehr angenehm ist. Ja, ich denke, das könnte ein Weilchen dauern. Ja, es müssen schon so ein paar mehr auf einem Fleck sein, damit das irgendwie funktioniert. Ja, damit ist das, na komm. Ja, guck mal, Level 100er Fischtod bekommen. Du bist Wahnsinn. What the fuck? Habt ihr das gehört? Auf irgendwo ein Pummeluff. Aber hat Pika gesagt und ich... Hä? Da hinten kommt was Böses. Nicht du, du bist gut. Da. Was war das gerade? Ihr habt es auch gehört, ne? Ich glaube, das Pikachu... Das ist ein Peach... Warte mal. Können Pichus Gesang einsetzen? Ich weiß es nicht. Moment, weil ich sehe da hinten, da ist was gespawnt. Was Gelbes, was Kleines. Alter, was war das denn gerade? Also, das ist nicht das, was ich gehört habe. Das ist ein Raichu. Kannst du singen? Wenn ja, mach's doch bitte nochmal. Wo war das denn gerade? Das war da hinten irgendwo. Aber das, was war denn nicht im Wasser? Das ist hart irritierend. Was ist das denn da? Ein Abra, glaube ich. Ja. Ah. Das sind Ammonitas. Das ist ein Mauzi. Nee, ist ein Menki. Ich kann es nicht genau sehen wegen dem weißen Hintergrund. Okay, dann töten wir mal das Reitschuh, weil wir brauchen die Erfahrungspunkte. Ich glaube, der könnte uns echt einen kleinen Erfahrungspunkteschub geben. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber dann wissen wir es. Okay, hör mal zu, Bro. Schau dich weg. Aber er macht auf jeden Fall seinen Sound. Der ist auf jeden Fall cool. Aber er trifft nicht, er ist so doof. Ich bin gerade mal überlegen, und zwar, es würde ja eigentlich gar keinen Sinn machen, wenn ein Pichu anfangen würde zu singen, weil wahrscheinlich würden sie mir ja dann als Starter-Pokémon kein Pikachu, sondern ein Pichu geben. Oder? Also glaube ich jedenfalls. Ja, aber ich sehe gerade keinen Sinn, ich komme gerade irgendwie nicht so weiter, mir fehlt irgendwie so... Ja, das Level-Up, was ich irgendwie brauche, um halt einfach mal vorwärts zu kommen. Ich mache gerade, ich decke so ein bisschen fest. Ich glaube, ich werde im Offscreen mir so ein bisschen meine Rüstung zusammenfarmen. Und versuchen einfach mal beim nächsten Mal in ins Gebirge zu kommen und dann hier nicht so rumzudümpeln, weil ich fühle mich hier gerade echt so ein bisschen eingeengt. Ich renne mal ganz kurz darüber, weil ich ganz gerne wissen möchte, ob das, was ich gehört habe, ein Pummeluff war. Weil es hört sich an wie aus der Serie damals und... Ob wir es dann auch mal töten sollten, den kleinen Bullong einfach zum Platzen bringen, so rein Nadel reinschauen, sowas. Puff! Macht der Pummel puff! Und dann gibt es ein paar XP oder so. Oi, da unten ist ein legendäres Pokémon. Seht ihr das? Soweit ich weiß, ist das ein legendäres Pokémon. Der ist nicht. Wir gucken mal, ob er aggressiv ist. Hi. Der wurde schon angegriffen. Wow. Ja, sieht ziemlich aggressiv aus. Sehr stark. Wo ist der? Alter, ist er schnell. Ja, das war nicht so. Ich wollte ihn töten. Ja. Ich weiß nicht, ob er stärker ist als ich oder... Boah, ist der schnell. Ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das ist nicht gerade der fairste Kampf, den ich in letzter Zeit habe. Geh bitte weg. Aber ich mache ein bisschen Schaden. Oh, er ist gecheased und er ist nicht mehr gecheased. Wow.
Wie genau soll ich das bezwingen? Er trifft mich ja auch eh kaum, also von daher. 10 Schaden nur? Komm her, ich mach dich fertig, Junge. Okay, es steht auf jeden Fall eins fest. Eventuell würden wir es schaffen, den zu töten. Ich würde mir ganz gerne hier ein bisschen Hilfe holen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen, nicht nur Hilfe holen, ich würde mir ganz gerne so ein bisschen so einen Ort aussuchen zum Kämpfen, weil da, wo wir gerade sind, haben wir den Nachteil. Hier zum Beispiel sind wir deutlich mehr im Vorteil, weil da ist kein anderer, der uns irgendwie angreifen würde. So, wo bist du? Komm her. Scheiß legendäres Pokémon. Ich habe schon ganz andere Pokémon getötet. Ich meine, ja doch auch, aber Dinosaurier habe ich getötet und Menschen und Kinder habe ich gesprengt. Okay, es waren Zombie-Kinder, aber hey, ich habe Kinder gesprengt. Ja, das zählt. Alter. Das Vieh ist wahnsinnig schnell. Der trifft mich nicht. Helf mir mal. 47 Schaden. Der ist gar nicht so stark. Hol ihn dir, Großer. Ja, bitte nicht direkt in mich rein, weil wenn ich dich treffe, kriegst du auch Schaden. Ja, ganz im Ernst, wie soll ich den denn treffen? Ich müsste den irgendwie festbangen, damit der ja nicht entkommen kann, ne? Okay, wir wissen auf jeden Fall, wir könnten, also besteht die Möglichkeit, dass wir den halt tamen könnten. Ich glaube, ich muss ihn jetzt mal töten. Ich mach's mal ganz kurz offscreen. Und er ist tot. Ja, was ich gelernt habe, dass er ein richtiges kleines Drecksvieh ist, das extrem anstrengend ist und Level 15 war und damit 12.000 HP hatte. Wow. Boah, hätte ich den bekommen, ne? Boah, ist kein Wunder, dass ich mit Pokémon nicht fangen konnte. Ich hab's versucht, ganz ehrlich. Ich hab's versucht, ihn zu fangen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, das Resultat ist... Es ist stärker. Es ist stärker als ich. Es ist... Ich kann's doch nicht mehr abbauen. Wow. Du bist nutzlos. Komm zurück. Ich baue ihn so ab. Es geht einfach nicht. Es gehört Latios. Und wieder einmal siegt der Mensch gegenüber dem Pokémon. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hatte, dann freue ich mich sehr, was Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.